Ey, Freunde, ich schwöre euch, da hinten waren gerade Augen. Seht ihr das? Da hinten sind echt Augen. Fall nicht! Was? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben einfach einen verfluchten Tresor gefunden. Ey, was soll ich damit machen? Ohne Witz. Yo, Freunde, was geht ab? Wir haben ja letztes Mal den Tresor im Wald gefunden. Und ich habe euch gefragt, was ich damit machen soll. Ob ich den abgeben soll oder ob ich den knacken soll. Und so gut wie alle haben geschrieben, ich soll den knacken. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, was ich damit mache. Und wir haben uns dazu entschieden, den auf jeden Fall zu knacken. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, das Schloss zu knacken oder so. Da ist auf jeden Fall eine Kleinigkeit drin. Aber anscheinend nichts Großes. Und dieses Zeichen hier, ich weiß immer noch nicht, was das zu bedeuten hat. Ob das überhaupt ein Zeichen ist, echt keine Ahnung. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal rausgehen, den knacken und gucken, was da drin ist. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Was meinst du, was da drin sein wird? Ich denke nur Müll. Auf jeden Fall werden wir das Ding jetzt versuchen zu knacken. Und mal schauen, was drin ist. Also gehen wir erstmal raus und knacken das Teil. Oh, Johnny hat auf jeden Fall auch großes Interesse und möchte wissen, was da drin ist. Ne, mein Kleiner, aber du musst leider drin bleiben. Du bist eine Hauskatze, aber ich zeig's dir dann, ja? Ich werde jetzt mal probieren, das Schloss irgendwie zu knacken mit so einem Teil. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Vielleicht klappt das ja. Probieren wir das mal da reinzustecken. Kriegen wir auf jeden Fall rein. Aber ansonsten kann man das Ding nicht drehen. Oh, echt schade. Aber hätte ja klappen können. Ja, dann müssen wir halt zu härteren Mitteln greifen. Aber wenn da was Wertvolles ist, ich hoffe, wir machen da nichts kaputt oder so. So, hier werden wir den knacken. Schön mit dem Vorschlaghammer. Ich denke, das wird auf jeden Fall was. Und ich würde mal sagen, wir legen sofort los. Oh, der Schlag tat ihn auf jeden Fall nicht gut. Ordentlich eingedrückt. Ich glaube, noch ein paar Schläge und dann hat sich das erledigt. Oder vielleicht auch nicht. Der scheint doch stabiler zu sein, als ich dachte. Oder du bist zu schwach dafür. Hier, mach du. Komm, ich mach das. Oh, ich glaube, wir müssen das anders machen. Wir versuchen einfach, die Tür da reinzuschlagen. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Huiuiui. Das ist voll die Geburt. Aber noch ein paar Schläge, ich glaube, dann haben wir das Ding geknackt. Ich bin schon echt gespannt, was da drin ist. Ey, was meinst du, was da drin sein wird? Müll. Müll? Mhm. Das ist kein Müll, das glaube ich nicht. Ja, wer schmeißt es sonst weg? Oh, jawoll. Guck dir das an. Wir haben das Teil auf jeden Fall gleich geknackt. Richtig geil. Komm, noch ein Schlag. Oh, ja. Und? Ey, da ist gar nichts drin. Da ist einfach nichts drin. Oh doch, da ist ein Umschlag. Aber da komme ich gar nicht dran. Der klemmt einfach fest. Oh mein Gott. Wir haben die Tür reingeschlagen. Und der Umschlag klebt jetzt einfach fest. Egal, ich versuche die abzuschlagen, die Tür. Vielleicht klappt das ja. Okay, ich glaube, das klappt doch nicht. Oh, ich glaube, gleich habe ich es draußen. Es hängt noch in so einer Ecke fest. Okay, es ist gar kein Umschlag. Das ist eine Versandtasche. Und da ist auch was drin. Aber ich würde mal sagen, bevor wir das aufmachen, gehen wir jetzt erstmal rein. Nicht, dass uns noch jemand beobachtet. Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Gehen wir erstmal rein, dann öffnen wir das Ganze. Der Umschlag, der ist schon ein bisschen schwer. Und ich habe so das Gefühl, da ist einfach nur so ein Stein drin oder sowas. Also da ist schon irgendwas Hartes drin. Und ansonsten, hey, ich fühle mich schon ein bisschen schlecht. Ich weiß echt nicht, ob wir das tun sollten. Aber zum Glück können wir sagen, wir haben den Tresor einfach schon aufgebrochen gefunden. Wenn wir uns doch noch dazu entscheiden, den zurückzugeben, das ist ein guter Plan, oder? Ja. Und wenn da was Wertvolles drin ist, nehmen wir das einfach raus und sagen, wir haben den so gefunden. Ja. Okay, ich werde das jetzt mal öffnen. In der Tasche befindet sich einfach noch ein Umschlag. Und auf dem Umschlag steht drauf, nicht öffnen. Oh, meinst du, wir sollen das aufmachen? Ja, wenn er nicht öffnen steht, machen wir es natürlich auf. Ich weiß nicht, ey. Ich habe echt kein gutes Gefühl dabei, Schatz. Sag mal, ja, ich will mal testen. Fühlt sich an wie ein Stein, ne? Irgendwie wie so ein Stein oder sowas. Okay, wir machen ihn auf.
Wollen wir ihn echt aufmachen? Ja. Oh, ich weiß nicht. Okay, machen wir ihn auf. Komm, wir machen erst eine Wette, was drin sein könnte. Ich sag ein Stein. Ein Stein? Ja. Ja, dann hoffen wir einen Edelstein. Ein Edelstein. Okay, machen wir das auf. Und... Alter! Ja, schau dir das mal an, ey. Was ist das denn? Oh mein Gott, Alter! Ey, Schatz, das Geld ist nicht echt, oder? Ey! Das ist nicht echt, oder? Ach, da ist noch... Guck mal! Was ist das denn? Oh, Schatz! Und was ist das? Irgendein Gammelteil. Hä? Egal. Ey, guck dir das mal an, Schatz! Wie viel ist das denn? Ach, keine Ahnung. Zähl mal. Oh mein Gott, ey. Ja, jetzt fühle ich mich echt richtig schlecht. Quatsch, warum? Fühl dich richtig gut. Du hast Geld in der Hand. Nee. Stecken wir das erstmal wieder zurück, ey. Oh, Schatz, wie oft wir davon in den Urlaub fliegen können. Ich finde das irgendwie nicht so witzig gerade. Hm. Das ist aber echt... Guck dir das mal an. Voll der Oh mein Gott, wie viel ist das denn? Ja, zähl doch mal. So viel Geld habe ich noch nie in meinem Leben in der Hand, ey. Oh, Schatzi. Okay, wir zählen mal kurz nach. Ey, das sind 7.000 Euro. Was wollen wir damit machen? Ey, so ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich jetzt schon. Das müssen wir echt abgeben. Was würdet ihr denn mit 7.000 Euro machen? Da kann man so viel mitmachen. Oh mein Gott. Boah, Schatz, stell dir vor, dass irgendein Köder oder so von der Polizei ausgelegt. Keine Ahnung. Ey, hier ist auch noch Gold. Holen wir das mal raus. Das kann ich gar nicht glauben. Zieht euch das mal rein. Das ist einfach so eine Goldplatte. 1 Gramm Gold, 999. Ja, meinst du das echt? Ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass das Geld und das Gold echt ist. Ja, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Aber warum sollte man so unechte Sachen in den Tresor legen oder sowas? Vielleicht um Leute zu verarschen, wie uns. Und hier ist dann noch so ein komisches Teil drin, ey. Was kann das denn sein? Sieht komisch aus. Echt keine Ahnung. Vielleicht weiß jemand von euch, was das ist. Ich habe echt gar keine Ahnung, was das hier sein soll. Und ansonsten ist hier nichts mehr drin. Oh doch, hier ist noch was drin. Ein Schlüsselanhänger. Oh, ein USB-Stick ist da noch drin. Vielleicht sind da noch irgendwelche wertvollen Daten oder so drauf. Das müssen wir gleich mal prüfen. Aber, ey, was machen wir damit jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ey, so viel Geld habe ich noch nie in meinem Leben in der Hand gehabt. Boah, ich muss erstmal da drauf klarkommen, ne? Ach du Scheiße. Schauen wir mal, was sich auf dem USB-Stick hier befindet. Erstmal reinstecken. So. So, gucken wir mal hier rein. Und, oh, auf dem Stick befindet sich einfach nichts. Hast du das gerade gehört? Was war das? Oh, der Drucker, der hat einfach gedruckt. Was hat der denn gedruckt? Nimm das Geld und an deinen Händen klebt Blut. Für den Moment bist du reich, für den Rest verflucht. Um ihn zu brechen, gehe zurück in den Wald. Was du zu tun hast, erfährst du schon bald. Was hat das denn zu bedeuten? Nimm das Geld und an deinen Händen klebt Blut. Für den Moment bist du reich, für den Rest verflucht. Soll es jetzt ein Fluch sein, oder was? Um ihn zu brechen, gehe zurück in den Wald. Was du zu tun hast, erfährst du schon bald. Was meinst du, was das zu bedeuten hat? Das ist voll der Quatsch. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also ich habe den USB-Stick reingesteckt, da war nichts drin. Daraufhin hat mein Drucker gedruckt. Vielleicht war das irgendwie so einprogrammiert oder sowas, um jemanden Angst einzujagen, der den Tresor irgendwie knackt oder so. Egal, schmeißen wir das einfach weg. Als ob wir 7.000 Euro wieder zurückbringen, so wie das Gold. Ja, ist klar. Jetzt fühle ich mich auch schon ein bisschen schlechter, du. Ja, ich mich auch, aber... Egal. Ich will nicht wissen, wie schlecht sich der Mensch fühlt, der das, der das verloren hat. Leben geht weiter. Es ist was richtig Komisches passiert. Ich lag so mit meiner Freundin im Bett, dann hat es an der Tür geklingelt. Ich dachte eigentlich, es wäre die Post. Irgendwie war es auch die Post, aber nicht die Post, die Pakete vorbeibringt, sondern eine etwas andere Post. Es lag einfach so ein Brief auf dem Boden und da war kein Mensch weit und breit. Der wurde einfach auf den Boden gelegt. Das steht da drauf. Ich behalte dich im Auge.
7000 Schritte sind Gold wert. Und eine hässliche Schrift. Auf jeden Fall schon ein bisschen komisch. Wir machen den jetzt mal auf und gucken, was da drin steht. Im Norden stehen 50 Tannenbäume. 2 davon sind Fichten und 7 sind Kiefern. 55 Wanderer laufen vorbei und sehen den einen Punkt nicht. Im Osten stehen 9 Laubbäume. 4 davon sind Ahornbäume und 4 sind Kastanienbäume. 47 Wanderer laufen vorbei und nur 9 haben die Fährte entdeckt. Sei behutsam und achte auf deine Schritte, denn nun bist du ein Wanderer. Ja, was soll das jetzt heißen? Boah, echt keine Ahnung. Gar keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das war ein ganz großer Fehler, den Tresor zu öffnen. Ich glaube, uns will jemand verarschen. Vor allem, weil er weiß, dass wir hier sind. Stimmt, woher weißt du überhaupt, dass wir hier sind? Boah! Ich glaube, vielleicht lag das an dem Teil. Vielleicht ist das ja so ein GPS-Tracker oder sowas. Und so konnte er dann nachverfolgen, wo wir sind. Das schmeißen wir sofort weg. Was sollte das denn sonst sein? Ne, das kann ich jetzt nicht glauben. Was hat es mit dem Brief auf sich? Habt ihr eine Idee? Schreibt sie mir in die Kommentare. Und was soll ich tun? Soll ich weiterhin nachforschen? Wenn ich dem Rätsel auf den Grund gehen soll, dann lasst einen Daumen hoch da. Bei 5000 Daumen hoch wird es eine Fortsetzung geben.